Das müssen wir in einer bestimmten Reihenfolge Generationen oder so. Damit die auch anbleiben. Vielleicht gehen die aus, wenn ich eine falsche Reihenfolge habe. Müssen mit Melderaum mal nachgucken. Vielleicht gab es da einen Hinweis. Da drüben. Ach du Schreck. Bestimmt irgendwie ein Hinweis. Familienstammbaum. Um bei allen einzuhalten haben. Also das erste Mal war noch gar nicht schlecht. Das hat doch hier schon. Es leuchtet schon. Der Kollege hier. Der hier. Der hier. Der hier. Mit dem geht's dann aus. Okay, wenn ich den drücke. Also hier den Knopf. Ich versuche mal dann auf der anderen Seite mal zu starten. Den hier. Wenn wir jetzt hier losgehen. Kommt rück. War wieder falsch. Okay, das schien doch schon richtig. Vielleicht musst du den Lichter nach den Bildern sortieren. Wie meinst du? Wie meinen Lichter nach den Bildern? Ja, dass die in der richtigen Reihenfolge machen muss, aber die Bilder haben noch keine Reihenfolge. Wir haben jetzt nicht wirklich eine nennenswerte Reihenfolge. So, wenn ich jetzt den hier nehme, ist falsch. Dann geht das alles wieder aus. Aber die bleiben an, die bleiben wirklich. Und jetzt, das ist hier schon richtig. Die Reihenfolge. Das. Wenn nach Altersunterschied ist es auf keinen Fall nicht, weil der ist deutlich jünger. In der Mitte. Jetzt hätte das glaube ich auch nichts zu tun. So, jetzt hier vielleicht. Das haben wir noch nicht probiert. Nee. Absolut falsch. Und das jetzt machen. Das jetzt machen. Nee. Es braucht nur eine Reihenfolge. Es braucht eine andere Reihenfolge als die. Ja, wie soll man denn da durchsteigen, wenn da Nummern dran wären oder so? Aber in dem Fall hier. Es ja, ich erkenne dort die Granny, die haben wir schon mal, gesehen. Ansonsten es ist hier irgendwie so ein Familienstammbaum. Von links nach rechts macht es keinen Sinn. Und von rechts nach links auch nicht. Da geht das alles wieder raus. Vielleicht von hier aus, also von der Mitte. Aus nach rechts. Dort. So hier. Die hier an. Und jetzt von der Mitte aus wieder anfangen, wenn ich jetzt hier. Nö. Das macht absolut keinen Sinn. Lichter nach den Bildern sortieren wird schon richtig sein. Das wird schon. Wird schon seinen Sinn haben.
Das kriegt doch niemals gebacken. Versuch's mal hier so. Dann. Ich guck jetzt einfach mal. Ich bin jetzt einfach mal so dreist und guck hier an. Let's Play, wie der das macht. Da kommt man ja nicht drauf. So. Jetzt hat er den hier gemacht. Macht das irgendeinen Sinn? Jetzt die hier. Das ergibt irgendwie einen Sinn. Warum die anderen dunkel bleiben sollen? Keine Ahnung. Okay. Jetzt kommen wir in den Figurenkabinettsraum. Jetzt haben wir hier noch eine Figur. Oh, Schreck. Das ist die Dreiecksfigur. Das kenne ich doch schon. Muss nur warten, dass der wegguckt. Oh, Kacke. Oh, wir haben es überlebt. Scheinbar. Jetzt müssen wir nur noch den Schalter treffen. Nein, nicht sterben. Du warst doch dort schon richtig. Versteinert. Okay, wir müssen die Tür öffnen. Und dann weiter. So, vielleicht von hinten. Der dann dunklen Winkel. Verdammt, hat er nicht. Versteinert. So, das ist mal ganz schnell. Müssen wir ganz schnell agieren hier. Nein, ich bin noch hier. Ich bin noch hier safe. Und los. Na komm, ins Schatten. Ah, hier ist Schatten. Das ist gut. Der Schatten der Säule. Wie machen wir das denn jetzt am dümmsten? Während er wegguckt. Figur holen. Figur holen. Nein, 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 nein. So, hier Figur werfen. Komm, geh in den Schatten, geh in den Schatten, geh in den Schatten, geh in den Schatten. Ah. Puh. Gerade so. Figur müssen wir mitnehmen. Geh in den Schatten. Puh. Okay, wir haben die Figur. Jetzt weg damit. Runter. Ach du Schreck. Ich habe mich vor der Figur hier, vor der Statue erschreckt. Sieht doch aus wie die Madame. Da hat sich irgendwas bewegt hinter der Statue. Egal, scheiß drauf. Schnell hier runter. Ich soll die Figur unterbringen, dann brauchen wir noch eine. Okay. Wahrscheinlich dort links. Müssen wir das Schloss irgendwie aufknacken. Und das, die hat ein Dreieck unten drunter. Die muss hier hin. Viereck drunter. Brauchen wir noch die Kreisstatue. Aha.
Brauchen wir nur noch den Kreis. Da passiert was. Ach, habt ihr das auch gesehen? Da laufen noch kleine Umrisse lang. Sieht doch sehr nach mir aus. Da ist noch den Charakter hier. Na, Kid. Kleine Kinder, die herumlaufen. Okay, wie kriegen wir jetzt das hier auf? Wahrscheinlich müssen wir hier lang. Kriegen wir die Tür auf? Das Schloss wird gesprengt. Aber eventuell ein Schlüssel für. Einen Schlüssel bräuchten wir dafür. Etwas in der Art. Wir haben schon gleich 19 Uhr. Hm? Kriegen wir das Rätsel hier aber auch irgendwie schon gelöst. Wenn man es weiß, ist es natürlich ganz einfach. Okay. Rätsel sind so einfach, man weiß, wie man sie löst. So. Kriegt man hier irgendwo einen Schlüssel? Tja. Also hier oben komme ich gerade nicht weiter. Oder doch? Hier runter. Vielleicht. Jetzt bin ich gestorben. Auch bitte nicht, oder? Jetzt das ganze Rätsel nochmal von vorne machen. Ich hoffe doch nicht. Ich habe die Fahrstuhl jetzt nicht mit hochgeholt. Ist jetzt blöd, wenn wir hier runter wollen. Ich muss mal gucken, ob ich das Rätsel jetzt normal machen muss, oder? Wenn ich gestorben bin, ist das normalerweise okay. Die Lampen sind jetzt sind schon richtig. Festhalten. Ganz langsam runter. In Zukunft den Lift nehmen. Ah, wir scheinen hier schon weit genug zu sein. Laufen irgendwelche kleinen Kinder rum. Was ist hier los? Vielleicht sollte man denen erst noch folgen. Okay, ich gehe mal den Discord zu erkunden. Bis bald. Haust ab oder was? Was? Die kleinen Männchen müssen wir hier. Ach du Scheiße. Mach das, Mystery Tot. Ich werde hier gleich den Stream beenden. Zieh eine Taschenlampe mit. Ach so, ja gut. Okay, den haben wir kaputt gemacht. Oh Kacke. Die greift uns an. Jetzt müssen wir die Figuren hier töten. Mit den Pfeiltasten. Das hat man noch nie, dass wir mit den Pfeiltasten agieren mussten. Okay, da kommt einer. Da ist einer. Okay, jetzt habe ich drei hier besiegt. Kommt da noch jemand? Im
Mit der Laterne konnten wir ja auch die Lady ausknipsen. Und nun? Ah, jetzt haben wir den Schlüssel. Da ist doch ein Schlüssel. Ach, deshalb hier stand doch die Lady im Weg. Deshalb konnten wir hier nicht mit dem Schlüssel weiter. So, die drei haben wir besiegt. Hoffentlich waren es auch nur drei. Nee, da ist noch einer. Verdammt. Lasst mich aber bitte in Ruhe. Es bringt bestimmt auch irgendwie was, wenn wir die besiegen. So, die Figur, dieses Figurenrätsel würde ich gerne jetzt heute noch hinter mich bringen. Dann haben wir bestimmt auch einen Checkpoint, womit wir enden können. Einen dunklen Gang. Okay. Immer diese Figürchen. Du kommst mir nicht zu nah. Doch, es kommt mir zu nah. Verdammt! Hier müssen wir noch die Leute besiegen. Bevor die uns besiegen. Die Figürchen hier. Die kleinen Männchen. So. Das wird hier ein richtiger. Nein. Komm, den hatte ich doch. Unfaires Spiel. Ziel mit der Taschenlampe. Okay, hier ist gerade keiner. Da sind welche. Kommen jetzt auch von allen Seiten. Von allen Seiten. Das ist unfair. Mann. Von allen Seiten hier. Ich will das Rätsel nicht im nächsten Part nochmal machen. Im nächsten Stream nochmal durchgehen. Deshalb mache ich das, deshalb will ich das jetzt hier nochmal schaffen. Mensch. Kommt raus. Jetzt kommen sie von allen Seiten gleichzeitig. Das ist unfair. Wie soll ich den denn jetzt hinkriegen? Wie soll ich den denn machen? Während der andere mich angreift. Ich muss doch erstmal den besiegen. Dann kann ich mich um die anderen kümmern. Ich kann auch nicht alle gleichzeitig. Das wird doch nichts. Ich renne hier einfach mal durch. Führt wahrscheinlich zu nichts, aber oh wei. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir hier mal den Stream beenden. Der ist schon auf der Stiche. Kommt alle her. So, hier. Unfair. Hatte ich schon. Ich glaube, ich renne erstmal durch bis zur Tür und dann von da aus kann ich einigermaßen gut. Von da aus kann ich mich verteidigen. Das ist doch hier, das nimmt doch hier ein Level an.
doch nicht mehr human. Sich einmal durchgerannt. Dann kommt der als erstes. So den hier. Am besten gleichzeitig. Ach komm. Gut, da habe ich jetzt keine Kraft mehr zu. Da muss ich, müssen wir das Rätsel halt im nächsten Tag nochmal machen. Hoffentlich nicht den ganzen Raum. Die ganzen Menschen hier. Ich hoffe, hier wäre ein guter Punkt, um wieder loszugehen im nächsten Part, im nächsten Stream. Ich mache jetzt Schluss. Das wird jetzt hier wirklich zu viel. Das wird jetzt zu viel des Guten, zu viel des Schönen. Ja, dürft mich nach oben, sollte es euch gefallen haben lassen, ob ihr da neu seid. Wir sehen uns im nächsten Part, im nächsten Stream, in der nächsten Aufzeichnung hier an dieser Stelle. Hoffentlich wieder. Mal sehen, wo das Spiel mich speichern lässt. Wo das Spiel Auto speichert. Da guckt der eine schon. Ja, haben wir im nächsten Stream ganz viel Spaß hier. Bei Männchen besiegen. Wird wieder spaßig. Na dann, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Abonniert den Podcast-Kanal, hört meine Podcasts. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Habt einen angenehmen Tag und haut drinne. Ciao, ciao.